Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag. Ich freue mich sehr, dass so viele Zuschauer dabei sind und wir können uns gerne auch über den Chat austauschen. Ihr könnt Fragen an mich stellen. Wir schauen, wir haben halt 30 Minuten. Ich schaue mal, wie weit ich da alles beantworten kann, aber ansonsten bin ich natürlich auch im Nachgang jederzeit erreichbar. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Josua Koberg. Ich bin kein Sprachenlehrer, kein Linguist, das vielleicht mal vorneweg. Ich habe Neurowissenschaft studiert und durfte 1995 die Vera F. Birkenby kennenlernen, die mich also wirklich sehr nachhaltig geprägt hat. Vielleicht kennt der eine oder andere sie auch. Und aus dieser Beziehung zur Frau Birkenby, die ja 2011 leider verstorben ist, ist dann schon 2000 mein System entstanden, mit dem ich Sprachenlernen aus meiner Sicht heraus revolutioniert habe. Ihr könnt es dann jetzt gleich selbst beurteilen. Ja. Genau, jemand fragt schon, ob es möglich ist, die Aufnahme zu sehen. Ich glaube schon. Also ich denke, das wird aufgezeichnet und ihr kriegt auch im Nachgang noch einen Link zu einem ausführlichen Webinar von mir, das über eine Stunde dauert, auch kostenfrei. Könnt ihr euch dann ganz in Ruhe anschauen. Ja. Eine neue Sprache in 3 Monaten ist immer sehr provokant, weiß ich auch, aber tatsächlich bin ich selber durch meine Geschichte zu diesem Thema Lernen auf gehirngerechte Art und Weise gekommen. Ich hatte in der Schule Englisch, wie die meisten von uns. Ich bin jetzt 48 Jahre alt und zu meiner Zeit war es jetzt noch nicht so üblich, mal ins Ausland zu gehen oder so. Also da war das Englischlernen halt eher so ein Schulfach. Ne? Und für mich ist immer ganz spannend, wenn man sich das anschaut aus neurowissenschaftlicher Sicht, wie lernt ein Kind eine Sprache? Darauf habe ich dann meine Entwicklung aufgesetzt, denn für mich ist aus Sicht der Neurowissenschaft eigentlich entscheidend, wie verarbeitet das Gehirn Informationen. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man relativ schnell, dass wir so ab der 13., 14. Schwangerschaftswoche bereits hören können. Also das heißt, wir lernen eigentlich unsere Muttersprache dadurch, dass wir sie ständig hören und nicht über Grammatikregeln oder über auswendig lernen von Wörtern, sondern wir hören erstmal. Wenn wir dann zur Welt kommen, dann haben wir wieder etwa ein Jahr, in dem wir die Sprache nur hören. Und wenn man jetzt das Hören verbindet, neurowissenschaftlich, was es macht, ist Hören tatsächlich das Erzeugen eines Gefühls. So wie Musik. Ne? Wir hören Musik und diese Musik, dieser Klang der Musik macht irgendwas mit uns. Ne? Er macht gute Gefühle, schlechte Gefühle, was immer man möchte. Und genauso ist es auch mit der Sprache. Das heißt, wir haben einen Klang, den wir immer und immer und immer wieder hören. Und erst wenn dieses Hören eine gewisse Schwelle oder eine gewisse Wiederholungsrate übersteigt, erst dann fangen wir an, Dinge zu begreifen. Also wir können dann plötzlich verstehen, dass dieses nette Gesicht, ja, das uns immer entgegenlächelt, einen Audiocode hat, der zum Beispiel Mama lautet, ne? Oder ein Audiocode Papa oder ein Audiocode Auto. Ne? Also wenn wir irgendwann begreifen, diese viereckige Kiste mit 4 Rädern, die heißt Auto, englischsprachig aufwachsendes Kind lernt natürlich Car, der nächste lernt La Machina und so weiter. Ne? Also das ist im Prinzip eigentlich völlig unrelevant, was für einen Audiocode wir mit diesen Bildern verbinden. Wichtig ist nur, dass wir als kleines Kind diese Wörter eben immer und immer und immer wieder hören und erst dann begreifen, was will dieses Wort, dieser Klang eigentlich ausdrücken. Ja, und sobald wir den Klang verknüpft haben, fangen wir an, in einzelnen Wörtern zu sprechen. Das heißt, wir sagen Papa, Mama, Auto, Schuhe, was auch immer. Dann kommen, ich sage jetzt mal so Gruppen mit 2 bis 3 Wörtern. Und so im Alter von 2,5 Jahren ist man tatsächlich gehirnseitig schon in der Lage, mit bis zu 5, 6 Wörtern Sätze zu bilden. Und das Spannende ist, im Alter von 5 bis 6 Jahren, ja, da haben wir noch keine Schule gesehen, wir haben keinen klassischen Sprachunterricht genossen, haben wir ein Sprachvolumen von 1.500 bis 2.000 Wörtern. Das heißt also, ein 5- bis 6-jähriges Kind ist tatsächlich schon in der Lage, durch einen reinen Papagei-Effekt, so nenne ich das immer, ja, durch Nachplappern quasi eine Sprache zu beherrschen. Natürlich mit wenigen Wörtern. Das Kind würde jetzt nicht unbedingt ein Haus kaufen können. Ja, ist klar, auch vom Verstand her, vom Intellekt. Aber tatsächlich ist das Kind in der Lage, wie gesagt, also mit 1.500, 2.000 Wörtern eigentlich vollständig in der Muttersprache zu interagieren. Und wenn man sich jetzt das nochmal ein bisschen näher anschaut, dann stellt man auch fest, dass die Sprache
eigentlich gar kein Erstnutzen, also kein Primärnutzen ist. Die Sprache wird tatsächlich gelernt, um soziale Interaktionen aufzubauen, also um in der, im Rudel, in der Familie, in dem Verbund sich ausdrücken zu können. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie Wörter auswendig lernen möchte oder eine Note bekommen möchte, ja, sondern es geht darum, dass ich mich in meiner sozialen Gemeinschaft verständigen kann. Und wenn man sich das jetzt nochmal anschaut aus der Seite des Gehirns, und das ist eigentlich der entscheidende Faktor, über den ich ja heute sprechen darf, dann stellen wir fest, dass das dauernde Hören einer Sprache, also ich höre und höre und höre, dass dieses Hören tatsächlich ein Gefühl erzeugt. Das heißt, wir fangen an, ein Gefühl zu entwickeln für Klänge, die in irgendeiner Form mit Objekten, mit Menschen, mit Erlebnissen zusammenhängen. Und aus dem Gefühl heraus entsteht ein Verstehen. Das heißt, wir fangen an zu verstehen, dass das ein Auto ist, dass das ein Wasserglas ist, dass das Papa, Mama, Essen, Hunger, Schmerz und so weiter ist. Also das heißt, wir begreifen erst aus dem Gefühl heraus, was wir mit diesen Wörtern überhaupt ausdrücken können. Ja, und erst dann gehen wir in die Handlung. Also das ist jetzt einfach der Ablauf, wie funktioniert es auf der Ebene des menschlichen Gehirns. Ich fühle, indem ich höre und höre und höre und höre, dann denke ich in der Sprache, verknüpfe sozusagen Zusammenhänge und dann fange ich an zu handeln und in dem Fall jetzt bei der Sprache dann auch zu sprechen. Ja, ist also relativ einfach. Wenn ich jetzt diese Kombination anschaue, fühlen und handeln, dann stellen wir fest, dass fühlen und handeln ganz weit in den tiefen Ebenen unseres Gehirns stattfindet. Das ist das sogenannte limbische System. Das ist extrem schnell, das entscheidet sehr schnell. Das hat also quasi jetzt gar nichts mit Sprache zu tun, sondern tatsächlich ist das limbische System wirklich hauptsächlich für Gefühle zuständig. Dabei gibt es aber dann diesen Bereich, den wir ja als Menschen so eindrucksvoll finden, dieser Frontalkortex, der Bereich vorne im Gehirn, mit dem wir denken. Damit können wir Sprache formulieren, damit können wir Sprache bilden, damit können wir zum Beispiel Kunst wahrnehmen, ja, wo wir ja auch sagen, wir sind so als Mensch etwas über den Tieren, weil wir eben solche Dinge durchdenken können. Aber die Sprache, wenn wir sie automatisiert verwenden, wie unsere Muttersprache, die sitzt sehr viel tiefer. Die sitzt sozusagen im limbischen System angedockt an dem Gefühl. Das möchte ich auch gerne noch ein bisschen erläutern, weil das ganz wichtig ist, das zu verstehen. Wenn ich heute jetzt zum Beispiel, ich bin ja deutscher Muttersprachler, wenn ich in dieser Sprache spreche, muss ich nicht überlegen, was ich sage. Ne? Lerne ich aber eine neue Sprache, als ich damals Englisch gelernt habe, habe ich überlegen müssen, also denken müssen, mit welchen Wörtern ich was ausdrücke. Sobald wir in diese unbewusste Kompetenz kommen, reden wir ganz automatisch und natürlich gibt es Unterschiede. Es gibt Menschen, die sehr viel, sehr schnell reden. Es gibt Menschen, die wenig reden, die sehr zurückhaltend sind. Und das prägt sich natürlich dann auch in der neuen Sprache aus, die wir lernen. Ja, also so ein Plappermaul redet natürlich auch in der neuen Sprache schnell und viel. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie wir eine Sprache lernen, und ich bin jetzt natürlich als Neurowissenschaftler nicht nur im Sprachenlernen unterwegs, das ist eines meiner Kerngebiete, weil Menschen dort eben sehr viele Probleme haben, aber tatsächlich gibt es beim Lernen grundsätzlich eigentlich eine Verschiebung. Und diese Verschiebung, das ist eine Studie aus den 80er Jahren, sehr, sehr spannend. Die haben damals über 10 Jahre lang haben die mehrere tausend Kinder genommen und haben geguckt nach einer sogenannten kreativen Intelligenz. Also wie geht ein Kind mit Lerninhalten um? Und der erste Test wurde gemacht, als diese Kinder 3 bis 5 Jahre alt waren, also vor der Einschulung. Und dann hat man diesen Kindern zum Beispiel eine Büroklammer gegeben und hat geguckt, was machen die mit der Büroklammer? Wie viele Ideen haben die? Was kann man mit einer Büroklammer alles spielen? Zum Beispiel. Und man ist darauf gekommen, dass diese Kinder zu 98% diesem Level eines Genies entsprechen. Also das heißt, die waren unglaublich lösungsorientiert, unglaublich kreativ, ganz
interessiert, fasziniert von Lerninhalten, auch von Sprache, haben aber nicht ständig kognitiv bewertet. Also es gab keine Noten und solche Dinge, sondern da war viel Freude, viel Intuition drin. Und dann hat man genau diese gleichen Kinder 5 Jahre später, da waren die dann 8 bis 10 Jahre alt, wieder diesem Test unterzogen. Und jetzt hätte man ja eigentlich denken müssen, diese Kinder sind kognitiv, sie sind schon eingeschult, sie haben zum Teil schon lesen gelernt, solche Dinge. Also normalerweise hätten sie eigentlich genialer sein müssen. Aber das Ergebnis ist frappierend. Tatsächlich waren nur noch 32% der Kinder auf diesem Status Genialität, also kreatives Denken, Problem lösen. Warum? Weil wir schon angefangen haben, Systeme vorzugeben. Also das heißt, wir haben diesen Kindern im Level der Schule schon erklärt, was die richtige Lösung ist, warum sie nur diese Lösung nehmen dürfen, warum eine andere Lösung nicht gilt, ne? Und so weiter und so fort, ne? Und das Interessante, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, wieder 5 Jahre, jetzt wird es richtig erschreckend, dann waren wir runter auf 10% Genialitätsfaktor. Und während dieser 10 Jahre wurden über 200.000 Erwachsene, einzige Vorgabe war, die mussten über 25 Jahre alt sein, Bildungslevel völlig egal, also querbeet alle sozialen Ebenen, hat man über 200.000 Erwachsene mit diesem Genialitätstest sozusagen mal ausgetestet. Und jetzt wird es hart, ja, für alle, die über 25 sind, da sind wir runter auf 2%. Das heißt also, wir hören auf, einfach nach Lösungen zu suchen, zu schauen, wie können wir lernen, wie können wir intuitiv lernen. Wir haben schon so ein fertiges Weltbild und dieses Weltbild, das halten wir für die Realität. Das ist eigentlich die größte Einschränkung, die wir so durch unsere Schulkarriere und auch als Erwachsener dann später im Lernen erleben. Und ich freue mich immer, wenn ich solche Vorträge halten darf wie heute, weil es geht mir eigentlich darum, dass jemand wie du, der heute diesen Vortrag sich anhört, einfach versteht, dass es alles anders sein kann. Ja, man muss einfach nur um die Ecke denken, man muss kreativ denken. Und das möchte ich gerne zeigen, denn es gibt einen sogenannten Geniestreich. Und da kommen wir dann auch gleich zu dem Thema, wie kann ich denn in 3 Monaten eine Sprache lernen? Ja, es gibt wirklich einen ganz, ganz einfachen Geniestreich, der heißt, ich brauche Neugierde in dem Lernprozess. Ich brauche auch die Fähigkeit, Unordnung anzunehmen. Und was ich dann noch brauche als drittes, eine Fähigkeit, mich selber zu reflektieren. Vielleicht ist ja der eine oder andere Zuhörer hier auch in dem Raum, der zum Beispiel als Austauschschüler in einem fremden Land war. Das Interessante ist, wir haben Schüler, die 10 Jahre lang, ich sage jetzt einfach mal, Schulunterricht genießen und nicht fließend sprechen können. Und dann geht so jemand für 3, 4, 5 Monate oder 10 Monate ins Ausland. Und im Durchschnitt, ne, gibt es auch Zahlen dazu, im Durchschnitt ist ein Austauschschüler nach 3 Monaten fließend in der Sprache, weil er hat eine hohe Neugierde, er möchte in diese Kultur eintauchen, er lebt in einer fremden Familie, er muss die Unordnung im Lernen akzeptieren, weil er kann ja die Sprache nicht fließend, also arbeitet er. Ja? Also das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Er arbeitet daran, die Unordnung in Ordnung zu bringen und er reflektiert sich ständig. Also ich sage es mal ganz provokant sozusagen, wenn ich reflektiere, ja, und ich würde als Austauschschüler zum Beispiel nicht in das Gespräch eintauchen, kriege ich nichts zu essen. Ja? Ich übertreibe das jetzt einfach ein bisschen. Also ich bin angespornt oder angesprochen, sozusagen diese Sprache auch wirklich umzusetzen. Wie lässt sich das jetzt für einen Erwachsenen umsetzen? Also ein erwachsener Lernender, also unsere Kunden sind Menschen, die zum Beispiel in Deutschland leben und hier in Deutschland sozusagen eine neue Sprache lernen wollen. Wie können die dieses Gefühl erzeugen? Das Gefühl brauchen sie ganz einfach für mehrere Stunden pro Tag, als wäre ich in einer Familie im Ausland. Wir machen das so, dass wir ein System einsetzen, das ich von 1997 bis 2000 entwickelt habe. Das Ganze ist wissenschaftlich fundiert. Es handelt sich um ein System, mit dem wir nicht die Ohren benutzen zum Hören, sondern die Haut. Das heißt, man ist in der Lage, als Mensch, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, ja, das alles im Detail zu erklären, aber wir sind in der Lage, über die Haut zu hören. Ich trage hier so ein technisches Gadget, das hat den Namen Neos, und mit diesem technischen Gadget kann ich 8, 9, 10 Stunden pro Tag Audioinformationen auf meinen Hörnerv legen. Das heißt, dass ich kann einen Auslandsaufenthalt simulieren
der mir sozusagen eine Sprache in Dauerschleife auf den Hörnerv legt. Und dann muss ich natürlich aus dem Gefühl heraus, weil das alleine befähigt mich nicht, die Sprache zu sprechen, aus dem Gefühl heraus muss ich die Sprache dann natürlich aktiv verknüpfen. Aber wie gesagt, wir geben nachher einen Link dann in den Chat, wo ihr ein ausführliches Webinar von mir kriegt. Wir haben ein E-Book vorbereitet, wo auch die ganzen wissenschaftlichen Backgrounds drinstehen. So könnt ihr euch dann einfach einen Überblick über diese Lernmethode machen. Ja. Das Interessante ist, wenn ich jetzt eine Sprache höre und höre, und immer wieder höre, dann habe ich ein Gefühl entwickelt und dann fange ich an, in der Sprache zu denken. Dafür haben wir spezielles Lehrmaterial, zeige ich jetzt auch gleich, das auf Vera F. Birkenbiel und auf Heinrich Schliemann zurückgeht. Und dann gehe ich im Dialog quasi, also ich spreche im Chor, gehe ich in die Handlung und fange an, die Sprache zu sprechen. Also schauen wir uns die Schritte mal ganz kurz im Detail an. Also dieses Hören über die Haut, das kann ich ganz einfach im Alltag nebenbei machen. Kann ich sozusagen meine Gehirnaktivität sehr positiv beeinflussen? Ich habe eine höhere Konzentration, ich habe nebenbei eine körperliche Entspannung und ich habe sogar einen besseren Schlaf und eine bessere körperliche Regeneration. Und dabei höre ich Sprachdialoge meiner Wahl. Wenn ich jetzt Spanisch lernen möchte, würde ich spanische Dialoge hören, ne? Immer abgestimmt auf das Lehrmaterial, mit dem ich arbeite. Und das Faszinierende dabei ist, dass ich eben nicht nur die Sprache passiv höre, wie nebenbei, sondern eben auch noch körperlich sehr positive Effekte habe. Und da gibt es zwei verschiedene Modelle. Wir haben so ein Einsteigermodell, das trägt man wie so, das hat die Größe von einer Scheckkarte, steckt man in die Hosentasche und dann hat man zwei so Schwingungsgeber, die man mit dem Körper eben verbindet. Und unser großes Modell, das trägt man wie eine Armbanduhr. Also das ist so ein bisschen technisch unterschiedlich. Was dahinter steckt, ist im Prinzip identisch. Also einfach mal nur so zu zeigen, dass man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie sieht denn so eine Hardware aus? Wie gesagt, Link nachher kommt, könnt ihr euch das alles in Ruhe anschauen. Dazu gibt es jetzt aufbauende Sprachkurse. Wir haben ihn ja, also wir haben auf das System optimierte Sprachkurse entwickelt. Wir haben das Ganze in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Chinesisch und wir haben Deutsch und Englisch für chinesische Schüler sozusagen oder Lernende. Das System ist aber da nicht eingeschränkt, ne? Also über den NEOS kann ich auch jeden anderen Sprachkurs, ich kann jeden anderen Lerninhalt verwenden. Aber ich möchte gerne mal zeigen, wie unsere Sprachkurse funktionieren. Denn das ist so der Anspruch, eben gehirngerecht zu lernen. Ja? Das heißt, wir arbeiten auf eine Methode, mit einer Methode, die für die meisten Menschen am Anfang erstmal so ein bisschen schräg wirkt, ne? Jemand fragt gerade noch, warum man zum Hören nicht ganz einfach die Ohren verwendet. Ja? Wenn ich die Ohren verwende, dann kann ich ja nicht mit Kollegen sprechen, telefonieren, arbeiten, Auto fahren. Ja? Das ist die Idee, wirklich 8, 9 Stunden einfach meine Zeit zu verdoppeln. Deswegen passives Hören. Ne? Also um das kurz zu beantworten an Chantal. Also die Frage war, wie kann ich gehirngerecht lernen? Und wir arbeiten in der Aktivierung der Sprache mit einem sehr eigenartigen System im ersten Blick, aber im zweiten Blick erschließt sich das. Wir nehmen einen deutschen Kontext und stellen uns jetzt zum Beispiel vor, dass sich eine Person von uns verabschiedet. Im Spanischen könnte man jetzt sagen, wie sagt ein Spanier auf Wiedersehen? In dem Fall wäre das jetzt Hasta la Vista, man könnte auch Hasta luego sagen, also spielt ja keine Rolle. Aber nehmen wir mal Hasta la Vista, dann würden wir übersetzen, bis die Sicht. Das heißt, wir geben unserem Sprachlernenden erstmal eine Wort-für-Wort-Übersetzung. Also wir sagen, auf Wiedersehen sagt ein Spanier so nicht. Der sagt nicht auf Wiedersehen, sondern in deutschen Wörtern würde der Spanier sagen, bis die Sicht. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe, muss ich das zusammenkriegen. Also auf Wiedersehen, bis die Sicht, bis wir uns sehen, bis wir uns wiedersehen. Es ist gar nicht so weit weg. Und erst dann kommt die Übersetzung Hasta la vista. Aber der Vorteil bei dieser Übersetzung ist, ich brauche keine Grammatikregeln. Ich verstehe jedes einzelne Wort. Also das heißt, möchte ich dann auf Spanisch zum Beispiel mal ausdrücken, dass ich eine schöne Sicht auf die Berge habe, im Urlaub, dann kann ich Vista natürlich auch außerhalb von auf Wiedersehen verknüpfen, ne? Nicht so, wie wenn ich jetzt auf Wiedersehen einfach nur mit Hasta la Vista verbinde, dann habe ich die Wörter nicht verstanden. Ich zeige das gerne mal an einem etwas größeren Ausschnitt. Das ist zum Beispiel so eine ganz einfache Einsteigerlektion. Wir arbeiten da auch mit dem Pareto-Prinzip. Wir tun in den ersten 10 Lektionen
ganz wichtige Wörter: sein, tun, haben. Ne? Also wenn ich sagen kann, ich bin Josua, dann kann ich sagen, ich bin in Coburg zu Hause, ich bin 48 Jahre alt, ich bin hungrig, ich bin durstig und so weiter. Ne? Das Prinzip erschließt sich. Pareto heißt, mit 20% der Wörter kann ich 80% der Sprache ausdrücken. Ne? Und wenn man sich jetzt mal so einen ganz einfachen Einsteigerbereich anschaut, also das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem ersten, aus der ersten Lektion. Hallo, ich bin Michael oder ich bin Michael auf Englisch. Ja. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich bin Sarah, ich bin mit Michael hier, wir sprechen Englisch. Das würde in der sogenannten Dekodierung dann so aussehen. Hallo, ich bin Michael, ich bin erfreut zu sein hier. Und ich bin Sarah, ich bin hier mit Michael, wir sind sprechend Englisch. Ja. Ich kann machen viele Sätze mit dem Verb sein, für Beispiel, ich bin in Deutschland. So, klingt anders wie das Original Deutsche, aber ich verstehe es immer noch. Das heißt, wir verbiegen die Muttersprache auf die Grammatik der neuen zu lernenden Sprache. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, ich muss mich nicht mit Grammatikregeln auseinandersetzen. Und ja, man kann zu einem späteren Zeitpunkt sich natürlich die Grammatikregeln noch anschauen, wenn man sich dafür interessiert. Bei uns ist es so, dass 90 oder mehr Prozent unserer Kunden sich nie für Grammatikregeln interessieren, aus dem gleichen Grund, aus dem sie sich auch nicht für deutsche Grammatikregeln interessieren. Also ich habe zum Beispiel, also ich könnte jetzt nicht deutsche Grammatikregeln im Detail wiedergeben, ich habe aber schon 9 Bücher geschrieben. Ja, wie geht es? Ja, weil ich ein Lektorat habe, die sich mit Grammatikregeln auskennen, weil die Profis sind. Na, ich tue auch nicht den Motor meines Autos reparieren, aber ich kann mit meinem Auto fahren, weil ich nicht der Profi bin für gewisse Bereiche. Mir reicht es, wenn ich fahren kann. Und so ist es eigentlich auch bei vielen Kunden, die sagen, ich möchte eigentlich einfach nur sprechen können. Ich möchte die Sprache lesen können. Ich muss aber nicht in die Tiefe der Grammatik einsteigen und ich muss es nicht erklären können. So, wenn ich jetzt diese Übersetzung habe, hallo, ich bin Michael, ich bin erfreut zu sein hier und so weiter. Erst jetzt kriegt unser Lernender die englische Originalzeile. Das heißt, hier zum Beispiel, hello, I'm Michael, I'm pleased to be here. Wenn er jetzt nicht weiß, was heißt pleased, dann rutscht er einfach runter und sagt, Moment, pleased, ah, erfreut. Ne? Oder sentences, okay, I can make many sentences. Was war's? Ah, Sätze. Ja? Oder example, ah, Beispiel. Das heißt, wir haben einen unglaublich schnellen Lernfortschritt, weil wir diese Intuition, also das Gefühl für die Sprache, ich habe jetzt stundenlang passiv die Sprache gehört, 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 gehört. Und dann verknüpfe ich die einfach nur noch mit meiner Muttersprache. Und die ersten 1, 2, 3 Wochen klingt es manchmal ein bisschen eigenartig, weil Menschen ein Problem haben, ihre eigene Sprache so zu verbiegen. Manchmal haben wir auch Kunden, die Angst haben, dass sie nicht mehr richtig Deutsch reden, wenn das jetzt zum Beispiel die Muttersprache ist. Aber da kann man sich total entspannen. Die Muttersprache ist hirntechnisch so verankert, dass wir völlig problemlos diesen Schritt machen können und die Sprache für diesen Lernprozess einfach verbiegen können. Ja, ja, und dann ist eigentlich, sobald ich die Sprache gehört habe, also das Gefühl erzeugt habe, dann habe ich sie verstanden und jetzt gehe ich her und fange an, in die Handlung zu gehen. Das heißt, ich höre laut über die Ohren diesen Dialog, den ich jetzt verstanden habe und spreche einfach mit. Also ich habe Muttersprachler, ne, der Michael spricht laut, hello, I'm Michael, I'm pleased to be here, und ich spreche einfach laut mit ihm mit. Und das Faszinierende ist, dass es für unser Gehirn völlig gleichwertig ist, ob wir mit jemand anderem sprechen oder ob wir alleine laut sprechen. Wichtig ist nur die Erfahrung, ich spreche, ja, und ich sterbe nicht dabei. Also ich überspitze es immer ein bisschen, okay? Also das wäre mal so in der Nussschale sozusagen die Erklärung, wie unser System funktioniert. Ja. Und ich werde natürlich dann immer wieder gefragt, ja, wie viel schneller geht es denn jetzt wirklich? Also wenn du hier erzählst, in 3 Monaten eine Sprache, was ist denn der Level, wo kann ich hinkommen? Wir haben bei der Uni Mainz, also die Universität Mainz ist einer unserer Forschungspartner aus neurowissenschaftlicher Sicht, und die waren damals so angefixt von der ganzen Thematik, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen das wirklich mal mit Studenten ausprobieren. Wie viel schneller lernen die denn die Sprache? Und dann haben wir für dieses Gutachten, haben wir dann Studenten genommen, die sich für Spanisch angemeldet hatten, also die sowieso Spanisch lernen wollten.
aber noch keinen Spanischunterricht hatten. Angemeldet waren diese Studenten für 4 Semester. Findet ihr nachher übrigens alles über den Link, könnt ihr euch dann alles rausziehen. Die waren angemeldet für 4 Semester. Im Vergleich jetzt in so einer Abendschule würde man sagen 4 Jahre. Wir reden hier über den Level A2 bis A2 plus. Ne? Also wenn ich in eine klassische Abendschule gehe mit Frontalunterricht, sage ich jetzt mal, wie man das so kennt, würde man da 4 Jahre investieren. Im Studium haben wir hier von 4 Semestern gesprochen. Und in einem klassischen Business-Training, wo ich sage Face-to-Face mit einem eigenen Trainer, kann ich so ein A2, A2 Plus auch relativ gut in 9 Monaten erreichen. Bei uns hat das Ganze nur 3 Monate gedauert. Es ist ein bisschen unfair vom Vergleich. Ich will das dann auch gleich auflösen. Aber ich möchte nur zeigen, dass unsere Kunden einfach sehr dazu tendieren, weniger Zeit einzusetzen. Also wir haben ganz viele, ich sage jetzt mal Business People, Führungskräfte und so weiter, die sagen, ich möchte schnell und einfach zu meinem Sprachergebnis kommen. Ja. Wenn man das Ganze jetzt in Stunden überträgt, dann würde man in so einer Abendschule von knapp 400 Stunden reden. TOEFL zum Beispiel sagt für Spanisch, also das war jetzt der Test bei den Studenten, Spanisch 260 Stunden. In der Uni zum Beispiel in Mainz hat man gesagt 200 Stunden plus Homework, also das waren dann im Prinzip auch 250 Stunden. In so einem Business-Training komprimiert man das Ganze einfach, da hat man immer noch 170, 180 Stunden. Und bei uns, jetzt kommt es, haben diese Studenten, die sind begleitet worden, Einstiegstest, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung. Und die haben sage und schreibe nur 35 Stunden aktiv gelernt im Durchschnitt. Na, aber jetzt kommt das, warum es eigentlich unfair ist, was wir gemacht haben. Wir haben ihnen über das passive Hören 450 Stunden unbewusste Lernzeit ermöglicht. Also das heißt, die sind in ihren anderen Fächern gesessen. Da waren Sportstudenten dabei, ja, also Lehramt, was auch immer. Und das Interessante war, dass die während dieser Zeit, also wo sie ja eigentlich die Zeit anders genutzt haben, nebenbei passiv gehört haben. Und das ist eigentlich so der Kick auch für eben Leute, die im Business stehen, die nebenbei eine Sprache lernen wollen, man verdoppelt oder verdreifacht einfach seine Lebenszeit. Ne? Und da kommen jetzt schon ein paar Fragen. Ich schaue mal, dass ich die noch ganz kurz erwähne. Ja? Welche Rolle spielt Alter der Lernenden? Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür, Ellen. Wir haben so die Erfahrung, bei jungen Menschen, die noch aktiv im Lernen sind, kommen wir relativ gut mit 35 bis 40 Stunden hin. Hat man so einen Menschen wie mich, der zum Beispiel schon im Berufsleben steht, bei so jemandem kommt man in der Regel auf 50 bis 55 Stunden. Ne? Ist aber immer noch ein sehr, sehr großer Fortschritt. Ne? Und Horn fragt gerade, kriegt man den finanziellen Aufwand ersetzt? Also es ist tatsächlich so, wir haben so ein Paket für Neukunden. Da kann der Kunde das 30 Tage lang, also einen Monat lang testen. Wenn er sagt, ist für mich völlig unbrauchbar, geben wir ihm das Geld zurück. Aber wir sind sowieso sehr, sehr gering in der Investition. Ja. Ihr könnt euch das alles anschauen über diesen Link kosis.de/expolingua-november-2021. Da habt ihr sowohl das E-Book von mir als auch das ausführliche Webinar und ihr habt Zugriff auf so ein Startpaket. Das bieten wir, wie gesagt, allen neuen Kunden an. Du kannst es 30 Tage lang einfach ausprobieren, weil wir, ich verstehe ja auch, ja, die meisten Menschen haben ja das noch nie gehört, die wissen nicht, ob das funktioniert. Deswegen ist es ein finanzielles Risiko, aber ich kann ganz klar dazu sagen, wir haben eine Rücklaufquote von um die 3%. Also von daher alles entspannt. Wenn du dir das System mal anschauen möchtest, wenn du es ausprobieren möchtest, wirst du mit 97%iger Wahrscheinlichkeit happy sein. Vor allem, wenn du gerade eben auch in der Situation bist, dass du wenig Zeit hast, dass du wenig, also wenn Zeitmangel dein Thema ist, dann ist unser System zum Sprachenlernen für dich optimal. Es ersetzt nicht die Disziplin, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also in diesen 3 Monaten ist der wirkliche Lernaufwand bei 3 mal 10 Minuten pro Tag. Das ist so ein, ich sag mal, so ein Thema, das muss man einfach auf dem Schirm haben. Also es ist nicht so, dass das wie ein Nürnberger Trichter von alleine funktionieren würde, aber du reduzierst die aktive Lernzeit im Schnitt auf etwa 20% dessen, was du sonst mit anderen Lernmethoden bräuchtest. Ne? Die Ellen fragt gerade noch, Portugiesisch gibt es nicht. Das ist richtig, wir haben das nicht selber entwickelt, aber wir empfehlen zum Beispiel für Portugiesisch dann Kurse von Assimil. Das heißt, du kannst das passive Hören über die Haut mit dem Neos machen und kannst
dann zum Beispiel für das aktive Lernen und das Passivhören sozusagen den Portugiesischkurs von Assimil verwenden. Ne? Das ist zum Beispiel so eine Empfehlung, die wir geben. Habe ich aber auch im E-Book und in dem Webinar dann alles recht gut erklärt. Da kann man sich das in der Tiefe anschauen. Ne? Jetzt kommen gerade relativ viele Fragen. Ich ziehe mir mal kurz den Chat hier ein bisschen ran. Genau, wie geht das Gehirn? Genau, welche Sprachen werden angeboten, sehe ich gerade? Also Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Chinesisch. Chinesisch allerdings nur auf A1-Niveau. Und die anderen Sprachen A1, A2, B1, B2 und Englisch und Spanisch bis C1. Ne? Genau, Jenny fragt, wie geht das Gehirn damit um, wenn ich die neue Sprache über passives Hören lerne und gleichzeitig aktiv und anderen Sprachen ausgesetzt bin? Also, ich sage mal, die Wiederholungsrate ist eigentlich der entscheidende Faktor. Wenn du natürlich nebenbei Filme in Englisch schauen möchtest und dabei Spanisch lernst und du bist in Englisch schon auf einem guten Niveau, stört sich das nicht. Ne? Was ich nicht empfehlen würde, zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen. Wir haben Kunden, die haben das auch gemacht. Ja? Es ist möglich, aber ich jetzt aus Hirnsicht würde ich, also als Neurowissenschaftler, würde ich ganz klar sagen, gib dem Gehirn eine Information und die mit hoher Wiederholungsrate, dann hast du einfach den optimalen Lerneffekt. Gell? Genau, Xenia fragt, ist es zum Sprechen und Hörverstehen? Ich muss jetzt nur mal gucken, weil ich glaube, wir dürfen nicht zu lange überziehen. Ja? Wir sind schon eine Minute drüber, aber ich schaue mal, dass ich noch ein paar Fragen durchkriege. Ja? Ist es nur zum Sprechen und Hörverstehen gedacht? Nein, man kann auch wirklich schreiben lernen, indem man das Ganze jetzt im Diktiermodus zum Beispiel verwendet. Aber Sprechen und Hörverstehen ist die Basis, auf der startet alles und die weiteren Fähigkeiten kann man oben drauf setzen. Ja? Genau. Helen fragt, ist einsehbar, was auf den Uhren programmiert ist? Ja, natürlich. Du hast also, ich kann die mal ganz kurz runternehmen. Also du hast hier einen USB, sieht man das ein bisschen? Genau, einen USB-Anschluss, ne? Und du hast ein Display, wo du genau siehst, was läuft. Du bespielst die übrigens auch selber, die Neose. Und hier sind die beiden Kontakte, mit denen du Hautkontakt herstellst, ne? Also das ist völlig transparent. Du kannst auch über die Ohren laut hören, was du über den Neos nebenbei passiv hörst. Ja? Also du hast völlige Transparenz und Klarheit, was du da für einen Lerneffekt auch erzielst, weil du musst ja auch aktiv das Ganze wiederum verknüpfen. Genau, nach 3 Monaten fragt Marie, welches Niveau kann ich erreichen? Also wenn jemand zum Beispiel gar nichts spricht, ist in 3 Monaten realistisch A2 erreichbar. Ne? Wir haben auch Kunden, die auf A1 plus kommen, aber A2 ist wirklich sehr realistisch. So 20, 25% der Teilnehmer kommen sogar auf A2 plus. Ne? Genau. So, jetzt schaue ich nochmal weiter. Genau, hätte der passive Audio-Input auch während des Schlafens einen Effekt? Ja, tatsächlich. Er hat nicht ganz identisch den gleichen Effekt wie während der bewussten Zeit. Aber auch das ist geprüft wissenschaftlich. Also wir können auch während der gesamten Nacht passiv hören und das Ganze wird verarbeitet. Auch spannend, vielleicht als Information, es tut nicht in irgendeiner Form den Schlaf beeinflussen. Tatsächlich werden sogar Schlafphasen besser dadurch. Also wer Schlafprobleme hat, schläft in der Regel mit dem Neos auch besser. Aber es ist deswegen nicht ganz so effektiv wie tagsüber. Also wir reden ungefähr von 80%, wenn ich gegenüber tagsüber den Neos trage, weil der Hintergrund der ist, wenn ich bewusst, also wenn ich quasi im Tagesbewusstsein bin, fange ich unbewusst gehörte Sachen an, relativ schnell zu verknüpfen, was ich im Schlaf so eben nicht machen kann. Ne? Genau. Wie erlernt man Aussprache und Intonation, fragt Heidi Rose. Also du hörst es, also dadurch, dass du die ganze Zeit die Sprache hörst, kopierst du die Sprachmelodie. Ja? Also das ist quasi mal der erste Punkt. Und Aussprache trainierst du, indem du im Chor mitsprichst. Ne? Also dieses Papagei-Prinzip, wie ich es vorhin genannt habe. Ne? Schön. Passives Hören, fragt noch mal jemand, heißt, dass der Neos gar keine Geräusche vermittelt? Doch vermittelt er schon. Also er vibriert quasi auf der Haut und über die Haut haben wir einen Zugriff auf den Hörnerv. Also wie gesagt, das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Schaut euch gerne das ausführliche Webinar an. Könnt ihr euch registrieren dafür? Da erkläre ich das dann im Detail, was da alles wissenschaftlich dahinter steckt und so weiter. Weil da brauche ich alleine für diese Erklärung brauche ich 15 bis 20 Minuten. Ne? Aber wie gesagt, ist alles sauber erklärt. Ne? Gut, ich denke 20:05 Uhr. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich eine Meldung dann vom Expolingua-Team. Ich denke, ich sollte nicht so weit überziehen. Also sie hatten gesagt, eine halbe Stunde darf ich machen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei wart.
bedanke mich für die Teilnahme. Wie gesagt, geht auf den Link, holt euch das E-Book, schaut euch das ausführliche Webinar an. Ihr kriegt dort auch, wie gesagt, ein spezielles Angebot für Neukunden, für Expolingua-Teilnehmer. Und an der Stelle herzlichen Dank von meiner Seite. Alles Gute und bis bald. Dankeschön.